times I stay on page six. I'm even your favorite's favorite. You better tell them who's the boss, me. You better tell them who's the boss, see. You better show them who's the boss. They don't stop in awe when they see me pull up looking flossy. You better tell them who's the boss, me. You better tell them who's the boss, see. You better show them who's the boss. They don't stop in awe when they see me pull up looking flossy. Ja, liebe Presse- und Medienvertreter, liebe Schengel an den heimischen Endgeräten, herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich des Spiels, 27. Spieltag in der Regionalliga Südwest, TuS Koblenz, VfB Stuttgart, U21. Endstand 1:3. Begrüßen möchte ich die beiden Trainer, Markus Fiedler, Trainer der Gäste aus Stuttgart, und Michael Stahl, Trainer TuS Koblenz. Herr Fiedler, zunächst Glückwunsch zu den 3 Punkten. Schwer verdienter Auswärtserfolg sicherlich, schwierige Bedingungen. Ihre Worte zum Spiel. Ja, ich meine, letztendlich hat natürlich auch das Spiel gegen Offenbach noch so ein bisschen nachgewirkt, dass wir, wie ich finde, sehr unglücklich verloren haben. Wir haben uns heute vorgenommen, dass wir von Beginn an hellwach sein wollen. Das ist uns, glaube ich, gut gelungen. Wir haben natürlich relativ früh dann auch ein Stück weit den Dosenöffner über den Standard gefunden, den der Henry Chase hat einköpfen können. Das hat uns ein bisschen Ruhe gegeben, dann auch nachlegen können nach einer kurz ausgeführten Ecke aus dem Rückraum und dann eigentlich in der Folge das Spiel kontrolliert. Ich fand, wir hatten unsere Momente in der ersten Halbzeit noch nicht in der Häufigkeit wie in der zweiten Halbzeit, dann wirklich auch dann über das 2-0 hinaus dann weitere Tore zu erzielen. Trotzdem viel Ballbesitz, viel Kontrolle über das Spiel, haben eigentlich den Konter weitgehend kontrolliert. Und je länger die Halbzeit ging, umso mehr hat sich so ein bisschen der Schlendrian bei uns eingeschlichen. Dann gab es 2-3 Situationen, insbesondere aufgrund der Einwürfe von der Seite, die dann auch heikel waren und die dann auch für Gefahr gesorgt haben. Aber ich glaube, insgesamt haben wir über die erste Halbzeit über weite Strecken dann am Ende auch so kontrolliert und dominiert, wie wir es uns im Vorfeld vorgenommen haben. Ich finde, wir sind wieder gut rausgekommen aus der Pause, haben dann gleich die Doppelchance, dann eben auch nachzulegen. Gehen dann ein bisschen glücklich mit dem, erzielen das dritte Tor dann ein bisschen glücklich, nachdem Trakas der Ball dann abrutscht. Trotzdem davor haben wir bereits 2 wirklich gute Möglichkeiten aufs dritte Tor schon ausgelassen gehabt. Und dann hat sich erneut so ein bisschen der Schlendrian eingestellt, natürlich auch bedingt hinten raus durch die Wechsel, sodass dann am Ende der Ehrentreffer fällt, der natürlich aus unserer Perspektive mehr als nur vermeidbar gewesen ist und den man hätte gerne vermeiden wollen. Aber trotzdem, am Ende sind wir glücklich über 3 Punkte, die wir heute hier eingefahren haben, über 3 Auswärtspunkte nach dem verlorenen Spiel, wie gesagt, gegen Offenbach. Und jetzt wollen wir die englische Woche am Samstag dann zu Hause mit einem 3er gegen Hessen-Kassel dann noch erfolgreich abschließen. Genau. Euch wünsche ich weiterhin viel Erfolg. Alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Besten Dank, Herr Fiedler. Stahli, deine Gefühlswelt. Meine Gefühlswelt. Ja, also uns war klar, dass wir als absolute Underdog in dieses Spiel gehen und dass es vor allen Dingen darum gehen wird, die individuelle Qualität aus dem Spiel heraus mit Jungs wie Raul Paula zu kontrollieren, dass Stuttgart mit super vielen gegenläufigen Bewegungen arbeitet, ob das horizontal ist, vertikal, immer wieder. Ist das ein gutes Zusammenwirken von den Jungs, Flügel im Halbraum, Stürmer, der entgegenkommt, dann wird die Tiefe belaufen. Ich finde, dass wir das über weite Strecken sehr, sehr ordentlich gemacht haben, dass wir das nicht über 90 Minuten immer kontrollieren können und dass Stuttgart hier mit ihrer Spielstärke zu Torchancen kommt. Das war uns komplett klar, dass wir in vielen Momenten dann auch das nötige Glück brauchen, einen guten Torhüter brauchen, nochmal diesen Druck zu haben, uns nochmal einen Schuss reinzuschmeißen. Und es waren wenige ganz klare freie Abschlüsse. Wir hatten immer nochmal einen Fuß dazwischen, auch am Ende. Ob das Damir Grigic, Dominik Volkmar, Luki Cimcak, der ein gutes Spiel gemacht hat. Wir hatten zumindest immer in Reichweite nochmal einen Fuß dazwischen, eine Grätsche, die dafür gesorgt hat, dass der Gegner eben nicht in aller Ruhe sich die Ecke aussuchen konnte. Was uns in der ersten Halbzeit natürlich auf die Füße fällt, sind 2 Standardtore, wo wir eine klare Zuteilung haben und wo wir nicht diese allerletzte Konsequenz haben, den Fokus haben, das zu verteidigen. Und ich finde, da stimme ich meinem Kollegen komplett zu. Wir sind so ab der 30. bis zur 45. hatten wir eine ordentliche Phase, eine gute Phase, hatten mehr Zugriff. Stuttgart hat natürlich weiterhin das Spiel mit Ballbesitz dominiert, aber auch das sollte keine große Überraschung sein. Wir kamen dann vor allen Dingen über die angesprochenen Einwürfe, über den einen oder anderen langen Ball zu Torchancen. Der Fokus lag ganz klar darauf, dass Delors und Aerion im Zusammenspiel eng Bälle fix machen, dass wir dann über Mendy die eine oder andere Umschaltaktion bekommen. Und in der zweiten Halbzeit, sehe ich auch so. Also es gibt direkt diese eine große Chance, wo der Ball am kurzen Pfosten gegen das Außennetz geht. Wenn da schon das 3-0 fällt, dann ist der Deckel direkt drauf. Wir haben uns in der Halbzeit aber vorgenommen, die zweite Halbzeit auf gar keinen Fall zu verlieren. Was bleibt dir dann noch anders übrig in der Halbzeit? Ne? Du siehst, okay, es steht 0-2 gegen so eine starke Mannschaft. Wir wollen es nicht verlieren. Wir wollen alles dafür tun und alles dafür geben,
damit wir am Ende auch wieder aus diesem Spiel rausgehen können und können sagen, ja, es ist nicht die allerbeste Zeit, die wir hier haben und es ist schwierig und wahrscheinlich werden wir auch dieses Spiel verlieren, aber wir wollen uns nicht vorwerfen lassen, dass wir irgendwie was weggehen lassen, dass wir wie im Hinspiel oder wie in anderen Spielen in der Hinrunde dann am Ende 5, 6, 7 Gegentore hinten drin haben, dass wir bis zum Schluss, und ich glaube, es hat die Mannschaft gezeigt, um jedes Tor, was wir nicht kriegen wollen, auch mit aller Macht uns in Bälle reinschmeißen und ich bin froh, dass wir uns wenigstens mit einem Tor belohnen konnten. Und ich finde, wir hatten schon unsere Momente auch in der zweiten Halbzeit. Ehrlicherweise, es sind dann unsere Abschlüsse und in der Box, da ist dann nicht genug Zielstrebigkeit, dass man sagen muss, da hätte zwingend noch ein Tor fallen müssen. Ja, und das habe ich den Jungs auch eben gesagt. Wir sollten uns über die zwei Standardtore ärgern, nicht über Niederlage per se, weil sie verdient ist, weil der Gegner eine höhere Qualität hat als wir und die auch auf den Platz gebracht hat. Mit dem Einsatz, mit der Leidenschaft bin ich sehr zufrieden bis zum letzten Moment. Und da müssen wir dranbleiben. Personell sieht ja jeder, was los ist und leider wird es da auch nicht besser. Sandro Porter, der jetzt mit der neuesten Diagnose auch wochenlang ausfallen wird. Und Tarik Sulaiman, der zwar heute zum Einsatz gekommen ist, aber müssen wir morgen mal das MRT abwarten, wie es im Sprunggelenk aussieht. Also ja, wir gehen ganz schön am Stock. Ne? Dominik Volkmann noch die 10. gelbe Karte. Benko Schabani haben wir dann sicherheitstechnisch direkt ausgewechselt, weil er auch schon 4 hat. Und wir müssen da jetzt durchhalten. Manchmal geht es eben einfach nur ums Durchhalten. Ja. So ist es. Gibt es Fragen seitens der Presse- und Medienvertreter? Ja? Ich fange mal beim Gästetrainer an. Ihr seid jetzt ganz oben dabei. Ist man da noch irgendwie am Warnen oder ein bisschen bremsen? Oder wie ist man das, dass man jetzt eine Menge Spiele hatte, die man vielleicht noch ganz, ganz viel rausholen kann? Es ist in der Tat eine schöne Situation, dass wir dann halt eben in die entscheidende Phase der Saison gehen und tatsächlich dann noch oben dabei sind. Wir machen uns da nicht allzu viele Gedanken. Ich meine, letztendlich hätten wir letztes Wochenende einen großen Schritt machen können. Deshalb war dann insbesondere das Ergebnis aus Hoffenheim reingeflattert, ist die Enttäuschung natürlich immens, weil man nicht nur dann am Ende 3 Punkte zu Hause hat unnötigerweise liegen lassen, sondern dann vor allem eben auch eine interessantere Tabellenkonstellation. So sehen wir uns da gegenwärtig in der Außenseiterrolle, in der fühlen wir uns sicherlich wohl. Wir haben zu keinem Zeitpunkt die Meisterschaft, wie das eben auch schon andere öffentlich dann getan haben, zum Ziel erklärt. Von daher wollen wir unsere Hausaufgaben machen, wollen unsere Leistung Woche für Woche auf den Rasen bringen, in dem Wissen, dass bereits am Samstag gegen Hessen-Kassel das erneut ein dickes Brett zu bohren gilt. Und dann schauen wir, was die kommenden Spiele und der Rest der Saison für uns bringt. Charlie, zählst du die Serie irgendwie aktuell noch mit? Und inwiefern ist jetzt der Pokal ja einerseits eine Chance, aber andererseits durchbricht es so ein bisschen das vom Spiel zu Spiel denken, dass man sich immer auf das nächstmögliche Best so gut wie möglich konzentriert? Nee, eigentlich überhaupt nicht, weil wir ja nichts anderes machen können. Also wir haben uns heute, glaube ich, und das hat man auch gesehen, sehr, sehr ordentlich auf dieses Spiel vorbereitet. Wir sind nicht einfach in dieses Spiel gegangen, haben gesagt, okay, lass mal schauen, wie das läuft. Weil wenn wir in unserer Besetzung mit Jungs, die letztes Jahr in der Oberliga ganz, ganz weit weg von Stammspielern waren, wenn ich jetzt mal am Ende zähle mit Luki Cimcak, Almir Ametay, Solano Rodriguez, Youssoufa Savané, wer alles auf dem Platz gestanden hat, in Tarik Sulaiman, in Massi Wingner, das sind alles Jungs gewesen, die in der Oberliga keine Stammspieler waren, Solano gar keine Minute gespielt. Wenn wir da nicht ordentlich arbeiten würden und die Jungs auf dem Platz vernünftig arbeiten würden, dann würden wir in solchen Spielen nicht nur mit 2 Gegentoren verlieren. So viel ist sicher bei der individuellen Qualität, die der Gegner da auf den Platz stellt. Und deshalb arbeiten wir genau so. Und es kann auch nicht anders funktionieren. Du kannst nicht 5 Wochen lang einfach laufen lassen und dann im Pokal auf einmal zur Höchstform auftribbeln. Das funktioniert nicht. Und wir wollen uns auch wie jetzt in der zweiten Halbzeit immer wieder auch das Gefühl holen, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten rausgehen können und können sagen, da waren auch gute Sachen dabei, wir haben auch gute Dinge getan. Wir wissen um unsere Bedingungen und können das einordnen. Das heißt, es ist auch jetzt so, wir haben am Sonntag erstmal ein Spiel in Walldorf zu spielen. Das Einzige, wo das Spiel seinen Schatten vorauswirft, es wäre aber auch nichts anderes, wenn es jetzt nächste Woche Mittwoch ein Ligaspiel wäre, ist die Belastungssteuerung im Rahmen der sehr bescheidenen Möglichkeiten. Aber dass du dann halt doch auch heute in Daniel von der Bracke eben 20 Minuten ersparst wegen seiner Wade und dass wir am Sonntag sicherlich den einen oder anderen von Beginn an sehen werden, ja, wo man das jetzt vielleicht nicht zwingend immer erwartet. Also das werden wir schon machen. Aber in meiner Gedankenwelt spielt Salmor eine sehr, sehr wichtige Rolle, aber eben dann, wenn das Spiel ist und nicht schon 3 Wochen vorher. Danke, Stali. Gibt es weitere Fragen? Blick in die Runde. Lässt dies verneinen. Dann noch der Blick auf die nächsten Termine. Ihr habt es eben schon angesprochen. Sonntag, 7. April, unser nächstes Auswärtsspiel bei Astoria Walldorf um 14 Uhr. Dann das
So, wichtige Pokalspiel, Mittwoch, 10. April, 19.30 Uhr, auswärts beim FSV Salmrohr auf dem Kunstrasenplatz. Und das nächste Heimspiel dann am Samstag, den 13. April um 14 Uhr. Dann empfangen wir hier zu Hause im Stadion Oberwerth den SGV Freiberg. Den Gästen aus Stuttgart, alles Gute, weiterhin so eine tolle Runde, kommt gut heim. Und ich bedanke mich bei den beiden Trainern für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Wir sind die Black Blue Schengel.